Leute, was geht ab? Schön, dass ihr heute mal wieder eingeschaltet habt. Und herzlich willkommen zum diesjährigen 6pm Pop-Up-Vlog. Ich bin unfassbar gehypt. Es geht wieder los, dieses Mal allerdings mit keinem normalen Pop-Up, sondern 6pm hat eine unfassbar kranke Collab geplant, die jetzt morgen rausgehauen wird auf dem Pop-Up. Und zwar mit True Religion, eine amerikanische Brand, die vor allem für ihr ikonisches Hosendesign sehr, sehr, sehr bekannt ist. Wir haben heute erst Freitag, morgen ist das Pop-Up, aber aus Zeitgründen war es für mich ein bisschen schlauer, jetzt heute eher schon zu kommen. Und ich habe mir eventuell sagen lassen, dass ein gewisser Z Julius es auf die Creator-Gästeliste geschafft hat, was auch immer das bedeuten soll. Das heißt, vielleicht gibt es ja morgen noch ein paar exklusive Interviews und Aufnahmen. Ich bin irgendwas behypt. Also sehen wir uns irgendwann wieder. Jetzt bin ich geisteskrank. Jetzt, bevor auch nur irgendwas angefangen hat, sind da schon, keine Ahnung, wie viele sind da? 100 Leute, 200 Leute oder sowas? Die da einfach jetzt seit einer Woche oder sowas am Chillen sind. Ich komme da nicht drauf klar. Und das kriegen halt von denen, weiß ich nicht, Digga, die Hälfte vielleicht kriegt so was gratis. Und die andere Hälfte, Digga, leer aus. Für nix. Die Camper. Das sind alle, die jetzt hier schon seit einer Woche oder sowas am Chillen sind. Seit wann sitzt ihr hier? Seit Sonntag. Seit Sonntag. Und heute ist Freitag. Wie schläft es sich so da hinten auf dem Boden? Ich schlafe tatsächlich auf dem Boden. Ich war sehr kreativ. Ich war von einem Snipe-Store, habe da Planken gefunden. Ich habe diese Planken genommen und habe die unter meiner Matratze gestellt. Da waren aber auch noch so Schaumstoffdinger. Ja. Das heißt, du hast einfach ein Bett gebaut da? Schau, ich schlage wirklich so hoch wie ein Bett. Das ist stark. Wirklich sowas Gemütliches, ich nicht mal zu Hause schaffe. So, von den ersten bis 20 gibt es ein Free Hoodie oder Free Jogger und 200 Euro Store-Credit. Für die 20 bis 50 gibt es ein Free T-Shirt und ein 100 Euro Store-Credit. Und 50 bis 80 bekommen wir 50 Euro Store-Credit. Das ist so viel Geld, was er verschenkt. Und er liebt seine Community und das liebe ich einfach in Aschraf. Welcher Spot seid ihr in der Schlange? Habt ihr mal so durchgezählt? Ja, ich bin 10. Wirklich? 10. Ja, obwohl ich schon den Sonntag geschafft habe, bin ich erst 10. Haben wir Ton? Keine Ahnung. Wir gehen gerade zum Pop-Up. Wir haben den nächsten Tag. Hinter der Kamera ist der allerbeste Kollege Matteo. Ihr glaubt nicht, wen ich getroffen habe. Es geht ab. Digga. Alles gut, Jungs. Bruder, ich habe schon in meinem Vlog gesagt, dass dieses Family Guy x Simpsons, wenn der eine in einem anderen Video mal vorkommt, Bruder, kennst du diese? Digga, wir haben es noch nicht vorher getroffen. Es ist sehr schön. Wir werden wahrscheinlich den ganzen Tag miteinander auch noch mal etwas intimer verbringen. Und dann im Hotel. Dieser Mann hat in dieser Schlange, ihr kennt ihn von gestern noch, eine Woche angestanden. Philipp ist hier beim 6pm Pop-Up und wie lange hast du gewartet? 4 Tage ungefähr. Denkst du, in den 4 Tagen hättest du nicht arbeiten gehen können und mehr Geld verdienen können als 250 Euro? Wir sollen Mucke machen. Jetzt kommst du dir, Bro. Ey, Bro, was geht's? Das war richtig gesagt. Ey, das hier ist der Kollege, ihr habt alle das TikTok gesehen, der sich extra freigenommen hat für das Pop-Up. Ja. Bro, hat es sich gelohnt? Ja, natürlich. Welcher Platz warst du in der Schlange? Ich war Platz 15 in der Schlange und wir hatten noch einen Abend vorher mit Aschraf telefoniert und ich habe ihn dann gefragt, ob wir vielleicht den Teppich auch bekommen könnten. Mhm. Und dann hat er ein bisschen, hat aber jetzt dann gesagt, wir losen unter den 20 jetzt aus, wer den bekommt. Und ich habe ihn bekommen. Wenn er auf 100 Abonnenten genauer redet, wie viele Abonnenten ich habe auf YouTube, kriegt er meine Jacke. Ich sag, es ist mehr als 100. Nein, ich sag 7850. Oh mein Gott. Imagine, er geht hier raus mit Teppich und Jacke. Es sind 22,3K gerade. Achso, okay, da war ich aber knapp, Digga. Wir haben tatsächlich jetzt noch einen weiteren Superstar getroffen, mit dem wir jetzt hier auch noch am Essen sind. Das ist der Kameramann, unser krasser Superstar. Sender ist ein bisschen sauer, weil sein Essen immer noch da ist. Digga, wie lange warten wir jetzt? 1 Stunde. Digga, wir warten ohne Scheiß seit 2 Stunden. Ich glaube, das ist sauer, seit 4. Und dieser Mann überlegt die ganze Zeit, sich da runterzustürzen. Läuft nicht mehr, oder? Digga. Läuft nicht so. Leider nicht. Ich würde auch mal gerne Burger essen können, aber aktuell in der Zeit einfach schwierig, sich was leisten zu können, wisst ihr? Deswegen bei mir nur Wasser. Ich hätte auch eigentlich gerne Cola getrunken, aber Wasser war billiger. Deswegen, ja, tschüss. Digga, ich finde die Todeskrass. Ja, hab ich auch schon gesagt. Ohne Scheiß. Aber ich finde das Logo ein bisschen so, ich weiß nicht, ein bisschen ausgelutscht. Ich kauf dir, Digga, und du musst sie ab sofort so für 2 Wochen jeden Tag tragen. Ist sogar Size 41. Ja, easy. Hast du Size 41? Ja. Kauf jetzt aber auch. Ich sag dir ehrlich, wenn unter 500 Euro sind, kauf ich dir. Kosten 700. Digga, 700, Digga. Das Digga, ist findest du den so geil? Doch, Digga, ist halt so auf cozy, ist halt cool so. Ja, safe. Aber, Bruder, guck mal, ich schwöre es dir, die sind einfach größer als mein Oberschenkel, ne?
Welches Size? Das ist ein geistkrank. 42, Bro. Also eigentlich so. Digga, Jan feiert die hier gottlos ab und ich finde die so hässlich. Also, Shoutout von Jan. Einfach so auf Classic. Ja, Mann. Die sind geil. Was kosten die aktuell? Du kriegst halt auf Farfetch, kriegst du halt 10%, ne? Aber das sind also so, keine Ahnung, Spaß. Digga, einfach so Spider, Supreme. Krass, Digga, die haben Supreme-Bogo hier, Digga. Gib dir mal. Noch, ey, Digga, das sind alles Bogos. Für einen 430er. Geh mal. Ey, das ist diese Lederjacke. Lüge. Ist das die? Wow. Meinst du die neue? Ja, ist das die neue? Nein, nein, das ist die ältere. Ach so, okay, das ist nicht die neue. Geile Kamerafahrt, Digga. Was kostet der Spaß? Ich sag, wenn unter 500 ist, kann man drüber nachdenken. Wir werden jetzt langsam mal in den Pop-Up steppen. Wir haben ja diese schönen Bändchen hier. Dicker Kuss geht raus, no joke. Ist wirklich sehr, sehr geil, weil man sieht, die Schlange ist immer noch bodenlos lang. Zeig doch die Schlange. Zeig die Schlange, Digga. Zeig die Schlange. Vielleicht kann man ja den allerbesten Kollegen Ashraf auch nochmal treffen. Was sagst du dazu? Warum gibt es solches als Zero? Was soll ich sagen, dazu? Digga? Pieces and Trash. Wir stehen alle für Schlange an. Aber lass mal ein paar Pieces angucken. 65, 35. Aber ich sage euch ehrlich, es gab so ein bisschen Shitstorm dafür, dass es angeblich so viel Polyester ist. Aber ich finde, no joke, dass das vor allem diese Hosen, diese Jogger, sehr, sehr, sehr gemütlich macht. Also ich glaube, wenn ihr dieses Video hier seht, ist mein Beste Basics Video noch nicht raus. Aber ich habe es auch in meinem Beste Basics Video gesagt. Ich finde, teilweise ist Polyester wirklich ganz nice sogar. Ist das laut hier, Digga? Diese Gesellschaft, sie hat mich gefickt, denn keiner hat an mich geglaubt. Willst du nicht für die extra Soße auf den Tisch, dann wird es ein Hin und ein Out. Wir stehen schon seit einer Viertelstunde für Fitting Rooms an. Das ist so voll, Alter. Was ist das? Ist das für Frauen oder was? Das ist viel zu eng. Okay. Lass Ellen nehmen. 30 Grad. Oh Gott, ich kann es nicht aufziehen. Jungs. Wir waren äußerst erfolgreich. Vor dem Laden stehen nach wie vor extrem viele Leute. Aber ich sage euch ehrlich, wir werden mittlerweile auch ein bisschen müde. Wir würden halt so, so gerne noch Ashraf vor die Kamera bekommen. Aber es sieht gerade nicht so aus, als wenn es klappen würde, weil er halt irgendwie die ganze Zeit im Fotos machen ist und so. Und da willst du halt jetzt auch nicht so behindert krank stören. Mal schauen. Wir sind gerade ein bisschen überfordert. Leute, ich glaube, Reezy ist da. Ich gebe euch ein bisschen Commentary. Wir sehen, da ist Ashraf und Reezy. Wirklich sehr schöne zwei junge Männer. Machen hier diverse Picks. Reezy anscheinend mit einer Armschiene. Hat sich anscheinend den rechten Arm gebrochen oder sonst was. Glaubt ihr, Reezy ist da? Nee. Ich hab dir gesagt, du musst bitte einmal raus, du könntest ihn gerne fragen. Ja, aber wieso? Ich weiß nicht, wieso. Wir stehen gerade. Ja, dann bitte. Also es müssen erstmal alle raus wieder. Und ihr wart alle 4-5 Stunden drinnen. Da steht draußen Kids, die warten den ganzen Tag. Jetzt habt ihr Reezy gesehen, sagt, stellt euch alle wieder rein, rennt wieder rein. Oder die Kids wieder raus. Mach das Band bitte ab und gehst bitte einmal raus. Das ist einfach unfair. Oder geht über den ja, Bro, alles easy. Wir filmen hier Content so, wir haben das ja, abgesprochen, gerne, aber... Alles easy. Nein, aber das... Ja, aber das geht ja, es geht auch freundlich. Du tust so, als wenn ich hier bin, wie heißt das? Nee, aber du hast mich ja gefragt, warum kriege ich raus? Gib mir einen Grund. Und da habe ich dir gesagt, der Chef nein, das aber du gehst in die Menge und pickst mich raus. Nee, ich habe alle mit schwarzen Mann. Und sagst vor allem, du musst jetzt rausgehen. So, als wenn ich ja, irgendwie hier scheiße mit schwarzen Mann, das geht nicht nur. Nein, weil guck mal, okay, das ja. Ist ja cool. So. Ja. Ich verstehe das. Ja. Aber du kannst ja nicht vor allem dahin gehen und sagen, du fliegst jetzt hier raus. Du sagst vor allem, du fliegst. Ich muss auf ihn hören, mehr nicht. Nein, ich habe die Anzeige gegeben, weil Bruder laufen die ganze Zeit alle rein raus. Aber dann soll der Bro sich anders verhalten. Ja, sei ehrlich. Das ist auch nicht cool, aber wir müssen uns unsere Kids verstehen. Also stehen da sehr viele Stunden. Nein, ey, alles. Wie heißt du? Dennis. Ganz ruhig so, ja, alle, die jetzt mit Band haben, sollen jetzt mal raus und sowas, halt ganz normal, so checkt man schon, ist voll cool. Aber Dicker, er geht nur zu mir und sagt so, ja,
du musst jetzt raus, mach sofort dein Band ab, Digga, schleif mich durch diese ganze Menge, fess mich an meinem Arm an. Also das war wirklich richtig unkorrekt. Uns jetzt so zu behandeln, Digga, finde ich echt nicht korrekt. Wir haben was gekauft so auf denen, wurden mehr oder weniger ja auch auf Gästeliste so eingeladen, um Content zu filmen. Ich verstehe komplett, dass man sagt, ey, andere sollen auch rein und sowas in den Pop-Up. Wir waren da jetzt halt auch eine halbe Stunde oder sowas drin. Und wir wären jetzt auch sofort gegangen, weil wir treffen uns jetzt wieder mit Senat und Jan. Aber das, Digga, das ist bodenlos. Und ich sage euch ehrlich, jetzt so ein bisschen Fanboy-Mode. Ich bin übelster Reezy-Fan. Ich feiere Reezy wirklich. Krassester Deutschrapper. Ich wollte Foto mit ihm, ja. Ich stand kurz davor, das hat jetzt auch nicht geklappt, Digga. Also ich sag ehrlich, das hat mir gerade ein bisschen den Tag versaut. Oder der hat auch von so random Jungs, hat der einfach so das Armband so halt gepackt und hat der das einfach abgerissen. Der meint, der kommt echt rein. Jung, ne? Die waren echt jung, die Jungs. Die Armen, ich schwöre. Zwei Weiber, 120. Ihr habt noch 125 Euro dafür. Ja, ja. Digga, ich hab ein 0002 Band. Das zweite. Digga, ich meine, ich muss abgeben. Mein Band ist weg. Ey, es war trotzdem. Geil, war wirklich. Also war ich gut, ehrlich, aber. War ein sehr, sehr geiler Pop-Up. Sehr krasse Leute auch. Waren auch sehr coole Leute auch. Was ist passiert? Ja, wir haben eingekauft, Fotos gemacht und dann wurden wir einfach rausgeschmissen. Leute, ich bin wieder zurück in Kopenhagen und um das Ganze nochmal so ein bisschen zu erklären, was da wirklich passiert ist, weil das jetzt auch so Stück für uns erst klar geworden ist. Ich habe gerade eben mit Ashraf telefoniert, dicker Shoutout geht raus, der sich um die Sache jetzt so ein bisschen gekümmert hat, der sich erkundigt hat, yo, was war da los und so. Und no joke, das allererste, was Ashraf gesagt hat, bevor er auch nur Hallo gesagt hat oder sowas und wirklich dicker Respekt dafür, war, dass ihr diesen Kanal hier abonnieren müsst. Das hat eben gerade mir auch nochmal Ashraf bestätigt, dass einige Creator wohl den ganzen Tag in diesem Pop-Up drin waren und den dann zum Schluss gesagt wurde, okay, wir schließen bald Pop-Up, geht mal bitte alle raus, damit eben alle, die in der Schlange stehen draußen, auch noch reinkommen, Bilder machen können, was genau richtig ist, no joke. Und anscheinend haben wir ein wenig den Zorn der Security abbekommen, die auch nicht von 6pm war, sondern der Mann, den ihr gesehen habt, der war von Jades, von dem Laden da. Wir waren, ich habe nachgeguckt, zu dem Zeitpunkt so maximal eine Stunde, wenn es hochkommt, so in dem Laden. Das erste Foto, was ich im Laden gemacht habe, war das von Paul Sose. Shoutout geht raus, das war so gegen 16:30 circa. Das hier war so Momente, bevor das Desaster angefangen hat, um 17.14 Uhr, als Reezy gerade ankam. Zugegeben, bevor ich das erste Pick gemacht habe, haben wir auch schon ein, zwei TikToks gedreht und sowas. Also wir waren wahrscheinlich so dreiviertel Stunde bis Stunde da drin. Aber wir waren auf jeden Fall keine 4-5 Stunden da die ganze Zeit, wie so die größten Camper. Man kann im Endeffekt sagen, es ist sehr, sehr ärgerlich verlaufen und es war obvious, das habe ich euch auch schon gesagt, nicht Ashrafs Schuld oder von irgendjemandem von 6pm. Es geht hier auch nicht darum, irgendwie mich zu rechtfertigen, sondern ich will sagen, dieser Typ von der Security hatte halt ganz klar die Anweisung mit dem Bändchen, dies, das, Ananas. Wie er sich verhalten hat, ist nicht cool so und es gab da wohl hinter den Kulissen schon ein bisschen Stress. Der Ton macht die Musik. Im Endeffekt war es trotzdem ein sehr, sehr geiles Event und ich bin dankbar für den coolen Tag. Shoutouts gehen vor allem raus an Senat. Sehr, sehr, sehr korrekter Dude. No joke, einer der lustigsten Menschen, die ich kenne. Und der fetteste Shoutout geht an euch raus, an diejenigen, die da waren, die mich angesprochen haben, mit denen man Bildern gemacht hat. Ich kann mich erinnern, ich habe ein T-Shirt unterschrieben von hinten. Das sah richtig kacke aus. Es war mir eine sehr, sehr große Freude. Ich küsse euer Herz. Wir sehen uns sehr, sehr bald schon wieder. Lasst es euch wie immer richtig gut gehen. Haut rein und ciao.